Ja, hallo Freunde. Ich möchte euch jetzt eine kleine Verbesserung zeigen, die ich vorgenommen habe an meinem Benzinkocher, an den Optimus Svea. Ich habe schon einmal in einem Video kurz gesagt, ich habe mir hier seine Ofenschnur herumgelegt. Also das nennt sich halt Ofenschnur. Das sind diese Dichtungsschnüre, die man bei den Holzöfen verwendet. Da ist auch kein Asbest drin, also das gibt es nicht mehr. Und dadurch hier nur eine kleine Rille ist, muss man hier öfters nachfüllen. Wenn es wirklich kühl ist, muss man vielleicht zweimal vorheizen, dass er kocht, bevor er anspringt. Und hier bringt man doch eine Menge an Benzin drauf. Und das will ich euch jetzt einmal zeigen. So, machen wir mal wieder zu. Jetzt kann man den natürlich sehr schön tränken, alles. Und jetzt zünden wir das an. Und das sollte auch mit einem Mal Vorheizen funktionieren. Also mit der Schnur, es kann euch jetzt links und rechts nichts runterlaufen, wenn man das nicht überschüttet mit etlichen Litern, aber wenn man das normal trinkt mit seiner Pipette oder so, finde ich, das ist eigentlich optimal. Jetzt wartet man ganz einfach, bis das ausgeht. Ich schneide auch das Video nicht, ich lasse das einfach so durchlaufen, damit man dann sieht, dass das auch wirklich beim ersten Mal zündet. Wir haben jetzt ca. 2 Grad plus. Windstill zum Glück. Ja, wenn nicht, müsste man dann vielleicht gleich den Brenner aufsetzen. Geht natürlich auch, das wäre auch ein Windschutz. Kann man auch gleich machen. Und wie gesagt, man wartet so lange, bis das wirklich voll abgebrannt ist und dann sollte das Expansionsgefäß schön langsam unter Druck stehen. Ja, die letzten Flämmlein züngeln. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir sehen werden. Ob es auch so funktioniert, was ich erzähle. Ist auch beim ersten Mal da. Ja, das war's auch schon wieder. Ich werde ihn auch wieder abdrehen. Ich wollte euch das eigentlich nur mal zeigen mit dieser Schnur, dass das relativ einfach geht und man hat auch weniger Sauerei, da hier das Ganze. Ich glaube, das ist eine Meterware, da waren glaube ich 3 Meter drinnen. Da habe ich mir ein Stück runtergeschnitten und ja, bin eigentlich jetzt sehr zufrieden. Ja, vielleicht als kleine Winterstarthilfe sozusagen für diejenigen, die einen Optimus Svea verwenden. In diesem Sinne sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen und man sieht sich. Ciao, Freunde.